Hallo, meine Lieben. Das wird wahrscheinlich der letzte Teil meiner Sammlung sein. Das sind die aussortierten Sachen. Ich habe natürlich noch meine Nagellacke, aber irgendwie, ich weiß nicht. Wollt ihr die sehen? Ich weiß nicht, ob das sich lohnt. Es ist übrigens Freitag. Ich komme gerade von der Arbeit und oh mein Gott, fragt nicht nach Sonnenschein. Es war oberanstrengend heute. Ich brauche jetzt erstmal meinen Kaffee und ein bisschen Ruhe. Und ja, ich werde euch jetzt zeigen, was ich aussortiert habe. Es ist einiges an Nagellack. Das heißt, ich werde euch hier Nagellacken einiges zeigen. Die ganzen Lidschattensachen werde ich euch nicht zeigen. Die habe ich euch schon gezeigt im ne? Lidschattenvideo. Aber den Rest zeige ich euch. Und damit fangen wir jetzt gleich einfach mal an. Aussortiert habe ich von Essence dieses Rock Ouch Multicolor Blush in der Farbe Global Icon. Bitter, aber wahr. Ich habe es noch nie getragen. Das ist dieses Blush. Ja, ich meine, hallo, was habe ich mir gedacht? Es ist viel zu hell. Es ist schön, aber es ist einfach zu hell. Darum habe ich es aussortiert. Ebenfalls aus einer Catrice LE. Und zwar war das die Haute Couture LE. Da werden die meisten von euch jetzt wahrscheinlich denken: What? Ich habe dieses Teil. So, war nicht für mich, für meinen Nachbarn. Ich war so nett und habe es angenommen. Aussortiert habe ich, wie gesagt, diese Catrice Blush Pearls, weil ich finde sie mir einfach zu hell. Das sind diese, die total gehypt waren, weil sie ja so schön aussehen. Aber mir gefallen sie irgendwie nicht. Mir sind sie viel zu hell auch und ja, deswegen sortiere ich die aus. Ebenso zu hell aus der Essence Beauty Beats LE, diese Shimmer Powder in Swag. Ich meine, klar, es sieht schön aus, ja. Aber es ist mir auch wieder viel zu hell. Ist einfach nichts für mich. Dann habe ich ein paar Lippenstifte aussortiert, die ich euch hier schon geswatcht habe. Das sind, die oberen sind diese beiden. Das eine ist Biodroga, das andere keine Ahnung was. Dann diese beiden Farben hier. Das ist von der P2 aus der Cirque de Beauté LE, so ein Lippenstift. Das war die Sache, wo die eine Seite hell und die andere dunkel war. Aber ich finde die Farben einfach nicht schön, beziehungsweise die stehen mir einfach nicht. Und dann habe ich hier Clamorazzi, eine dieser Clamorazzi Lip Pencils von P2 in Paparazzi Star, glaube ich, oder so. Ja. Und das ist diese Farbe hier. An sich ist das eine tolle Farbe. Ich mag das Lippengefühl aber überhaupt nicht, weil man irgendwie das Gefühl hat, dass man so fette Glitzerpartikel auf den Lippen hat. Und also ich persönlich finde das nicht so toll. Und dann habe ich noch das hier aussortiert. Das ist einer dieser Seriously Satin Lipsticks von P2. Das ist diese Farbe, wo ich im Laden auch gedacht habe: Oh mein Gott, der ist so schön! Und dann hat er sich aber überall so in die Lippenfältchen reingefressen. Und ich weiß nicht, das sah ganz, ganz schlimm aus. Also ich habe das auch irgendwann mal getragen und ne, geht gar nicht. Ja, das sind die Lippenstifte, die ich noch aussortiert habe. Ich hoffe übrigens nicht, dass ich irgendwie schwarz unter den Augen bin oder so. Ich komme jetzt directly from work, also wundert euch nicht, falls doch. Ich habe noch mehr Blush aussortiert. Einmal von Essence. How cute is that? Die gibt es auch nicht mehr. Das ist dieses Blush-Dingens. Also ganz ehrlich, habe ich gut benutzt, würde ich mal behaupten. Ne? Aber es ist nicht so hell. Ich weiß gar nicht, wann ich das jemals getragen habe, ehrlich gesagt. So, jetzt muss ich einmal meine Hand sauber machen. So, ich habe noch ein paar mehr Blushes. Ich habe einmal aus der P2 Dresscode Happy LE dieses Blush in Sweetheart aussortiert. Ich meine, klar, es ist süß, ne? Es hat eben diese Herzchen und so, aber ja. Irgendwie. Ich habe schon bessere Pigmentierung gesehen. Ups. Und ich werde das jetzt nicht behalten, deswegen. Dann habe ich aus der Essence Holographics.com LE oder so einen Holographic Eyeshadow gekauft. In der Farbe Prismatic White. Ja, der war wohl mal ein Creme-Lidschatten. Mittlerweile ist der einfach, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, was fester, ne? Also, das ist einfach total eingetrocknet und braucht kein Mensch mehr. Dann habe ich eins von Catrice aussortiert. Das ist die Farbe Peach Sorbet.
ich glaube, das war damals auch im Standardsortiment, ist eben auch wieder so eine Sache, ist mir einfach zu hell. Ich weiß auch nicht, irgendwie stehe ich wohl drauf, mir irgendwie zu helle Blush-Sachen zu kaufen. So, lass mich mal eben gucken, oder sind das jetzt nur noch Nagellacke? Ach nee, ich habe hier noch von P2 einen dieser Lip Designer Velvet Matte Lipsticks in Sweet Peeptoe. Ich finde die Farbe schön. Aber ich finde, ich glaube, ich fand sie auf den Lippen nicht toll. Ich trage die nochmal eben auf, vielleicht ändere ich meine Meinung, ja. So, nee, sorry, geht gar nicht. So, was haben wir hier noch so im Angebot? Jetzt sind es, glaube ich, nur noch Nagellacke und ich habe einiges aussortiert an Nagellacken. Manche, die nicht mehr gut gemalt haben, die eingetrocknet waren, die, wo mir die Farbe nicht gefällt, ja, die ich einfach nicht mehr trage. Und die zeige ich euch jetzt einfach mal. Ich werde auch immer dazu sagen, aus welchem Grund. Ich habe hier Catrice Mango Tango, ein Orange, weil ich es einfach nicht trage. Dann ein so ein Neon, sieht man jetzt natürlich wieder nicht, Neon Pink von weiß ich nicht was, weil eingetrocknet, komplett eingetrocknet. Dann aus der Essence Viva Brasil LE KK Carnival, weil diese Farbe einfach nicht richtig deckt, fleckig wird, hier vorne immer schon irgendwie gleich weg ist und eine Katastrophe ist. Dann ein Essence Multidimension XXL Shine Nail Polish in was? Purple Diamond, den habe ich geliebt damals. Ja, da ist einfach nichts mehr drin eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum ich den aufbehalten habe. Dann habe ich auch sortiert zwei Nagellacke von Isadora. Einmal Dazzling Ocean und einmal Blue Sky. Das sind diese beiden hier. Den habe ich eine Zeit lang super gern auf den Füßen getragen, aber ist jetzt auch schon was länger her und lasst mich mal. Ich weiß nicht, ich finde die Farbe einfach nicht mehr schön, muss ich ehrlich sagen. Nee, das trage ich nicht. Ich finde es kitschig. Und die Farbe so, ja, weiß ich nicht, gefällt mir auch nicht mehr so gut. Dann habe ich aussortiert aus der P2 Happy New Nails LE die Farbe Cheerful Red. Ist eigentlich ein Pink mit Glitzer. Gefällt mir einfach nicht mehr. Dann aussortiert habe ich von NYX eine Farbe Maui Sunrise. Das ist eben so ein Pink mit goldenem Schimmer. Ich weiß nicht, ich trage das nicht. Ich hab die Farbe vielleicht einmal getragen. Auf jeden Fall aussortiert dieser Ombre Top Coat von Catrice, weil er einfach nicht schön aussieht. Also wenn ihr da, ihr habt das streifig, ihr habt das fleckig, ihr habt das unschön. Ganz ehrlich, keine Kaufempfehlung. Dann habe ich hier von OPI Chic from East to Tail, einer meiner absoluten Lieblingsnagellacke, der eben jetzt auch so gut wie leer ist. Also ich glaube, da ist noch so viel wirklich drin. Was seht ihr es überhaupt? Und das ist eben jetzt eingetrocknet, leider. Der sieht noch sehr voll aus, aber eigentlich ist da überhaupt nichts mehr drin. Das gleiche gilt für meinen Essie Mint Candy Apple, also die deutsche oder Europa-Version, ich weiß nicht. In Amerika sieht der ja anders aus. Ja, leer. Und deswegen aussortiert, möchte ich mir aber neu kaufen, weil der ist natürlich, ne, toll. Dann von Wet n Wild habe ich einen in How I Met Your Magenta, ein Neon Pink wieder. Das Problem an diesem Pink ist, dass es einfach nicht deckt. Selbst wenn man weiß drunter macht, es wird fleckig und es sieht einfach nicht schön aus. Dann habe ich vom P2 Unforgettable, ich glaube, das war einer meiner ersten Nagellacke mitunter. Ja, die sind einfach schon so alt. Gehen die überhaupt noch? Ja. Ich finde die Farbe nicht mehr sonderlich schön. Ich weiß nicht. Das gleiche gilt für den hier, das ist Vibrant. Dann habe ich hier von Flomar einen Black Dot Nagellack. Das ist aber dieser rosane mit schwarzen Punkten. Und irgendwie gefällt mir die Kombi nicht, dieses Schwarz und das Pink. Dann habe ich einen von Essence, der Multidimension XXL Shine Nail Polish in Replay. Das ist eine schöne Farbe, ist aber leider auch so gut wie leer und dadurch eingetrocknet. Dann von P2 aus der Mission Summer Look LE, Maui Fizz. Ja, ist eine tolle Farbe, deckt aber auch nicht. Und davon braucht man bestimmt 5 Schichten und wer hat Zeit dafür.
Beziehungsweise, es sieht ja dann auch irgendwann nur noch so mäßig aus. Möchte ja auch kein Mensch haben. Dann von Flommard, die Nummer 434 ist eben so ein metallisches Grün. Gefällt mir einfach nicht so gut. Dann habe ich von Essence einen Stampy Polish in Schwarz. Brauche ich nicht mehr, geht auch kaum mehr. Dann habe ich von Debbie zwei Nagellacke, die 80 und die 79, die gab es mal irgendwann bei DM. Einfach weil die auch eingetrocknet sind. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, aber da geht nichts mehr. Dann habe ich hier so eine Nagellacke von Primark. Ich habe keine Ahnung, wo. Ach doch, da. Sind Neonagellacke. Ja, die decken auch nicht sonderlich gut. Mit Weiß drunter geht's, aber dann hat man eben dann doch irgendwie auf den Seiten immer noch Weiß und ach, ich weiß nicht. Und außerdem sind sie von Primark und irgendwie, ja, ich möchte Primark nicht unbedingt unterstützen. Weg damit. Ich glaube, ich habe die auch nur einmal im Sommer für ein Festival lackiert gehabt und das war's. Also. Von Essence. Baby, you are firework. Einmal lackiert, gleich gehasst, gleich aussortiert. Das ist eben so ein helles Rosa mit goldenem Schimmer, aber ich weiß nicht, ich fand ihn einfach nicht schön auf meinen Nägeln und darum, ja, kommt er weg. Dann aus der, nee, von diesen Essence Nail Art Twins habe ich zwei Stück. Einmal Clyde und einmal Julia, das sind diese Glitzertopper. Die sind auch uralt. Die sind einfach auch schon so dick, dass man diese Glitzerdinger kaum rausbekommt. Und ich habe mittlerweile ja auch so viel. Weg damit. Und dann habe ich von Sally Hansen diesen Fuzzy Coat aussortiert. Das ist All Yarned Up. Ich weiß nicht, das ist einfach eine Farbe von denen, die ich so gut wie nie lackiere. Dann von Yes Love habe ich aussortiert diesen, weil er sieht eigentlich ziemlich geil so aus, ne? Aber er deckt halt nicht. Das ist mein erstes Problem. Und als Topper sieht der dann irgendwie ziemlich langweilig aus. Darum, ja, weg. Ach ja, da haben wir den passenden Nail Art Twin. Habe ich den anderen auch aussortiert? Let's have a look. Nee, ich glaube nicht. Da, das ist Bonnie. Weil, das ist eigentlich ganz süß. Gibt es die noch in neuer Auflage? Weiß ich nicht. Das sind nämlich Bonnie und Clyde. Ja, das fand ich ganz süß. Dann habe ich auch sortiert Barry Potter und Plumbledore. Ich weiß, Leute. Aber diese zweimal im Jahr, wo ich den jetzt lackiert habe, brauche ich nicht hier haben. Ihr werdet mich wahrscheinlich alle töten, aber irgendwie, ich weiß nicht. Es ist eine besondere Farbe, aber es ist keine Farbe, wo ich mir sage, boah, geil. Wisst ihr, wie ich meine? Dann habe ich, glaube ich, sogar zweimal, wenn ich mich nicht irre, ja, von M&Y. Die Farbe 753 gibt es ja eh nicht mehr. Ist eben so metallisches Grün. Fand ich damals den absoluten Wahnsinn. Sind mittlerweile auch eingetrocknet und schon echt alt. Dann sortiere ich sie aus. Und das gleiche Kaliber ist die Nummer 261. Ein, ja, kitsche Pink. Dann aussortiert. Sold Out Forever von Catrice. Ja, weil eingetrocknet. Und der ist wirklich schon alt. Dann habe ich hier aus der Essence 50s Girl Reloaded LE Ahoy, einen weißen Nagellack von Essence, der nicht schlecht ist, aber eben jetzt auch schon eingetrocknet ist, weil da auch nur noch so wenig drin war. Darum sortiere ich den aus. Ebenfalls leider eingetrocknet aus der P2 Poolside Party LE Violet Summer Dream. Aber der hat auch seinen Dienst gut geleistet, also der ist bis hierhin leer. Und dann Winetastic von Catrice. Eine Enttäuschung. Ja, es ist eigentlich ein Schwarz mit Rotschimmer. Auf den Nägeln nur schwarz. Nie wirklich getragen. Mittlerweile eingetrocknet. Nochmal aus der Mission Summer Look LE. Habe ich da beide aussortiert? Habe ich da noch einen? Da habe ich auch noch aussortiert Blue Hawaii. Ups. Gleiches Problem mit der Deckkraft. Dann hatte ich ja schon, also dieses Jahr hatte ich ihn nicht, das Jahr davor und das Jahr davor hatte ich den CRT Adventskalender. Und im ersten Jahr, wo ich den hatte, gab es diese Glitzer-Dinger.
Und ich muss sagen, die sind echt toll von der Farbe her. Also gibt es eben dieses Rot. Was ist das? Enchanted Rose. Dann Magic Carpet. Und der war mein Liebling, Glass Slipper. Die sehen toll aus, aber. Also das ist jetzt schon, ich habe die einfach nur jetzt hier schon ganz lange noch rumstehen. Sind aber schon, glaube ich, nach knapp 3, 4 Monaten komplett eingetrocknet, Leute. Also so wirklich komplett. Hallo? Die Dinger sind noch komplett voll. Was soll man bitte mit diesen Dingern? Wer kriegt einen Nagellack in 3 Monaten leer? Ja. Die kommen weg, weil sie einfach eingetrocknet sind. Dann habe ich von Essence noch Grey to Be hier. Ist eigentlich eine ganz schöne Farbe, aber irgendwie habe ich jetzt auch schon seit Ewigkeit nicht mehr getragen. Dann von Claire's Fabulous. Ist so ein Glitzer-Topper. Ich finde ihn einfach nicht schön. Ich weiß auch nicht. Ich fand ihn schön, als ich ihn gekauft habe, aber mittlerweile nicht mehr. Dann ein Fail, den wahrscheinlich einige von euch nachvollziehen können, weil sie es auch gekauft haben. Moment. Die Happy Holiday LE-Sache. Ja. Braucht kein Mensch. Dann nochmal etwas Altes. Essence Multidimension XXL Nail Polish in Spicy ist ein Braunton. Ja, weiß ich nicht. Ich habe den mal für Nailart noch verwendet, aber sonst halt auch nicht. Darum weg damit. Ich habe einige von CRT hier auch noch. Ja, gehen wir doch mal ganz schnell durch. Ach, da ist noch einer. Mistress, er ist ein Rot, weiß ich nicht, habe ich genug von. Dann habe ich hier Cupcake Queen, gefällt mir nicht. Dann Angel Wings, ist eben so ein frostiges Weiß, finde ich auch nicht schön. Dann habe ich hier Hoopla, ist leider eingetrocknet, weil schon. Ups. Schon so oft benutzt, also ihr seht, der ist auch relativ leer schon. Und dann habe ich hier Halo, es ist eben so ein Wannabe-Holo-Glitter-Dings, aber irgendwie gefällt mir der auch nicht. Dann habe ich hier Knickerbocker Glory, den finde ich eigentlich schön, warum habe ich den aussortiert? Ist so pink. Ah, okay, weil der eingetrocknet ist. Und sich das irgendwie dann auch nicht lohnt. Ich meine, das ist ein Pink. Ah ja, guckt mal, da könnt ihr sehen, was der Unterschied eben ist, die hier. Die vor 2 Jahren im Adventskalender waren, die sind made in China und die sind made in USA. Also, die sind besser. Und dann habe ich hier noch Speed Dial. Warum ist der auch eingetrocknet? Nee, der geht eigentlich noch. Aber, ja. Dann aussortiert habe ich von L'Oreal. Ich werde mir nie wieder einen Nagellack von L'Oreal kaufen. Die sind mir einfach zu teuer. Das ist Atomic Purple. Ihr könnt die Farbe wahrscheinlich jetzt wieder nicht sehen. Es sieht jetzt bestimmt wieder blau aus. Es ist aber lila, obwohl hier geht's. Sieht sehr leer aus. Es ist eigentlich auch fast leer. Das Ding ist nur, dass der irgendwie auch nicht gedeckt hat. Und das macht einen wahnsinnig. Das heißt, ich habe den vielleicht 2, 3 Mal lackiert gehabt. Ihr seht, wie viel davon weg ist. Dann habe ich von Essence eine dieser Nail Color hoch 3 Nagellacken in Midnight Date und City That Never Sleeps. Das sind die hier. Die sind eigentlich total schön, aber leider auch jetzt mittlerweile eingetrocknet. Dann habe ich von Maybelline die Farbe Sea Sunset. Ich kann mich mit dem Ton einfach nicht anfreunden. Ich finde ihn einfach kitschig und es sieht billig aus und sorry. Ich will niemandem zu nahe treten, der den toll findet. Ich finde den nicht gut. Dann habe ich hier Berry Fusion von Maybelline. Ja, aber so eine Farbe, die ich auch nicht trage. Essence Breaking Dawn LE. Alice Had a Vision Again. Der ist bei mir einfach so dick, da geht gar nichts. Und mittlerweile eben auch schon sehr eingetrocknet. Der war von Anfang an aber nicht sonderlich gut zu lackieren. Dann von Debbie so ein neonpinker Nagellack. Die habe ich in Italien gekauft. Ist aber leider auch eingetrocknet. Genau das gleiche für Scandalous Lives in New York von Annie oder Annie. 10 Euro. Ne? Dann von Rimmel. Das ist die Farbe Grey Matter. Der ist uralt. Mittlerweile auch eingetrocknet.
Genauso wie diese beiden von Manhattan aus dieser Only-Kooperation. Und dann habe ich hier von P2 100% Red LE. Exciting. Gefällt mir einfach nicht mehr die Farbe. Dann von diesen Brushed Metals Dingern habe ich Steal My Heart von Catrice. Trage ich nicht mehr. Dann einen von H&M. You Must Have This. Ja, gefällt mir nicht. Also, was heißt gefällt mir nicht? Der ist erstens jetzt schon mittlerweile nicht mehr so ganz so toll und der verfärbt einem die Nägel ohne Ende. Dann von NYX. Luscious Green. Alles klar. Ja. Ne? Eingetrocknet. Und dann habe ich noch vom P2 Charming so ein Babyblau. So, das war's, Leute. Ich packe das jetzt alles zurück in die Tüte. Das waren meine aufgebrauchten Sachen. Ich hoffe, die Schminksammlung hat euch Spaß gemacht. Ich glaube, ich bin durch, ne? Ich meine, so Mascara und so, weiß ich nicht. Ich finde ich jetzt irgendwie... Da kann man eh nichts empfehlen. Die meisten Mascaras funktionieren bei verschiedenen Leuten einfach unterschiedlich. Nagellacke, weiß ich nicht. Wollt ihr die sehen? Was ist so viel? Ich weiß nicht. Ihr könnt mir ja mal einen Kommentar hinterlassen, ob ihr die Nagellacke noch sehen wollt. Ansonsten sind wir durch mit der Schminksammlung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und jetzt seid ihr auch up to date. Ich hoffe, alle, die sich das gewünscht haben, sind jetzt damit zufrieden. Und ja, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns ganz bald wieder und ja, bis dann. Tschüss.